Wir haben es eben in dem Text gehört, die junge Frau, die da Schwierigkeiten mit ihrem Kind hat durch Krankheit und so weiter, wendet sich an Jesus und der soll helfen. Und dann kriegt sie erstmal einen übergebraten. Das ist eine spannende Geschichte, weil wir hören das ja immer so in der Endfassung, wenn wir denken, wir kennen das schon und so weiter, wir hören ja gar nicht richtig zu. Wenn man das aufdröselt, ist das eine ganz spannende Geschichte deshalb, weil einmal, was einem sofort auffällt, klar wird, die Frau wird getestet. Also welche Maßstäbe hat diese Frau, nehmen wir es mal ganz hoch, in ihrem Verhältnis zu Gott? Denn die weiß ja auch, was mir mein Arzt gesagt hat, Ärzte können nicht heilen. Ein Arzt hat mir mal sehr ehrlich gesagt, sagt er, der einzige Heilkraft ist Jesus. Wir können es nur versuchen. Aber theologisch hat man auch ausgearbeitet, dass es genau auch umgekehrt vielleicht ein Test war für den Sohn Gottes, der ja aus ganz normalen israelischen Verhältnissen kam. Was für Maßstäbe hast du denn? Kümmerst du dich wirklich nur um die Rettung dieses kleinen Volkes? Oder geht es auch um die Menschen drumherum? Also haben wir so eine seligmachende Religion auf dem Heiligen Berg, symbolisiert durch ein Kloster und feste Mauern. Und wer da drin ist, der hat gewonnen. Und wer draußen ist, der die Arschkarte. Oder geht es um das Ganze dieser Welt, wo der Schöpfer sagt, ich bin an euch allen interessiert. Du kannst der gottloseste Hund sein. Der atheistischste Bekämpfer des Christentums. Ich würde dich so gerne für einen Lebensplan gewinnen, der eine Perspektive sogar durch den Tod hindurch hat, bis in die Ewigkeit, weil ich werde eine neue Welt schaffen und da habe ich eine Aufgabe für dich. Viel größer als alles, was du in deinem Leben je gemacht hast. In dieser Geschichte kann man also von der einen Seite und von der anderen Seite gucken, was sind hier die Maßstäbe. Ich habe euch versprochen, jetzt im letzten Jahr so summierende Sachen darzustellen. Also was ich so in 30 Jahren überlegt habe, beziehungsweise wo ich hingekommen bin, dass man da eigentlich mal die Fragen stellen muss, auch ob das, auch wenn das nicht so oft gemacht wird. Und ich habe mir angewöhnt, das habt ihr gemerkt, das runterzuziehen, so in Spiele und so weiter, und teste das auch immer an den Jugendlichen in der Schule. Und ein Spiel möchte ich mit euch jetzt machen. Ich nenne das das Wertespiel. Stellt euch vor, ihr dürft, oder ich gebe euch gleich Wertgegenstände in die Hand. Das würde natürlich, wenn das jetzt mechanisch laufen würde, schon ein bisschen zu lange dauern. Ja, unsere Gottesdienste sind ja sowieso immer ein bisschen länger. Nein, ihr stellt euch das vorher. Ich gebe euch absolute, unbezahlbare Wertgegenstände in die Hand. Und ihr testet ein bisschen eure Reaktion. Klar? Der Vorgang? Ich gebe euch den Wertgegenstand in die Hand. Ihr guckt ihn euch an, testet ihn kurz und dann überlegt ihr, was löst das bei mir aus? Den ersten Wertgegenstand kennt ihr. Lege ihn euch jetzt in eure Hand. Unbezahlbare Gegenstand, das ist nämlich das, was man meistens geschenkt bekommt. Heißt aus dem Französischen übersetzt, könnte man sogar sagen, sehr gut. Kommt auf die Sorte an, genau, richtig. Da wäre so eine richtig zitronige Sorte ist und man steht auf süß, hat man ein Problem.
Das ist ein schöner Vorgang im Leben, den man ganz früh schon erlebt. Man kriegt etwas geschenkt und man darf diesen Gegenstand wertschätzen. Stadium des Kindes, wie ihr wisst. Du bekommst etwas, du fasst es an, die Babys das machen und ganz am Anfang des Lebens, sehr interessant, ja, die lassen das gar nicht da und sagen, ich beobachte das mal, sondern sie werden nicht nur motorisch, sondern, wie heißt das? Die orale Phase. Man nimmt das in den Mund, man schmeckt. Ihr werdet gleich zum Abendmahl eingeladen. Da heißt es, kommt, es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich Gott zu uns ist. Ein absoluter Urvorgang der Menschheit. Du lässt es nicht außerhalb von dir, sondern du testest es, du nimmst es in dich hinein und du fragst, wie schmeckt mir das? Was löst das aus? So die erste Ebene, wo wir hart testen. So, zweiter Wertgegenstand. Lebens. Ich habe schon die Schlüssel, die jetzt über waren, die ich bei meiner Pensionierung nicht mehr brauche, rausgenommen und trotzdem sind immer noch von der Gemeinde, von der Schule Schlüssel da. Wisst ihr, was überbleiben wird? Also da ist noch mein Stick dabei. Das wird in der Pension überbleiben. Alles andere geht weg hier. Alles ist gefangen. Halleluja. Keine Verantwortung mehr dafür. Ich werde entspannt das genießen. Aber was ist bei euch passiert? Kannst du dich an deinen ersten Schlüssel erinnern? Was war dein erster Schlüssel? Wenn man so als Kind Jugendlicher wird und wenn man dann erst. So, was ist der erste Schlüssel, den man in die Hand bekommt? Ganz klar? Was? Ja klar, Fahrradschlüssel. Es gibt noch eine Vorstufe bei Eltern, die schon ganz weise ihre Kinder erziehen wollen. Was meint ihr wohl, was das für ein Schlüssel ist? Was? Lauter. Ich hatte einen Hörsturz. Genau. Es ist ein ungeheuer verantwortlicher Schritt, wenn man seinem Kind sagt, du tust das rein, aber du kannst auch entscheiden, es wieder rauszunehmen. Ängstliche Eltern geben den Schlüssel nicht. Wie viel Verantwortung übernimmt man, wenn man den ersten Hausschlüssel kriegt? Ja, ist doch so. Hast du gerade mit deinen Kindern das durch, oder was? Warum lachst du so? Ja? Also, zweite Stufe, wenn wir wachsen, verwachsen in die, nicht du hast was und mir schmeckt das, sondern du bekommst eine Verantwortung. Das heißt, du musst beantworten können, wo dieser Schlüssel ist. Vielleicht kennt ihr das, ne? Wo ist dein Schlüssel? Oh, habe ich liegen lassen. Schrecksekunde. Verantwortung. Jetzt kommt die Hardcore-Stufe, ja? Von vielen in ihrem Leben vielleicht noch nie so bedacht, könnte aber sein, dass das heute sich ändert. In der Schule ist man immer begeistert, aber sie erstmal 50er rumgehen. Ist doch eigentlich klar.
klar, warum das eine Hardcore-Stufe ist? Und man sich damit auf der Stufe der Erwachsenen schon bewegt. Oder bewegen sollte, und dass im Glauben genau an dieser Stelle etwas ausgesagt wird von Jesus, was mit zum schwersten und herausforderndsten gehört, was es überhaupt gibt, nämlich, du kannst nur einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Was ist der Unterschied? Eigentlich ganz einfach. Du kannst dem das letzte Wort erteilen, der dich geschaffen hat, oder du kannst denen das Wort erteilen, die dir die Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Tolle Karikatur in der Rundschau jetzt. Was ist Kapitalismus? Das ist die Einladung in ein Gebäude für Schafe, die voll ihr Fell haben und so weiter, richtig dick aussehen, und die dann geschoren hinten wieder rauskommen. Tolle Karikatur, wollte ich euch eine mitbringen, habe ich leider schon weggeworfen. Mammon frisst Menschen. Bei Mammon sind Menschenopfer normal. Gott rettet Menschen. Das ist beim Schöpfer normal. Wem dienst du? Wenn die Leute heute auf die Straße gehen und per Demonstration Banken und Mammonpriestern den Kampf ansagen, dann kann ich das heute sehr gut verstehen. Denn wenn der Mensch als Krone der Schöpfung zum Humankapital degradiert wird, reden Verbrecher zu uns. Mörder, Absahner und Leute, die können noch so einen feinen Stil in ihrer Rede haben, sie werden andere umbringen für ihren Gewinn. Das ist Mammon. Vierte Stufe. Ein Papierstift geht rum. Und man sieht schon etwas an den verwirrten Gesichtern. Hiermit kann man mal anfangen. Bedrucktes Papier ist ja immer einfach einzuordnen. Aber was ist das hier? Wertloses Papier. Das Witzige ist nur, ich habe auf meiner Toilette irgendwo, ich glaube, in Münster gesessen. Wieso kennt ihr meine Geschichte? Ist sie so menschheitsübergreifend? Du hattest Druck, du hattest Geschwindigkeit, du hattest Erleichterung und erst dann warfst du einen Blick auf die Rolle. Das Erschaffen aus dem Nichts fällt dir schwer. Zwei Papiere an. Welches ist wertvoller? Auf solch einem Papier hat meine Tante ihr Testament geschrieben. Auf diesem Testament
Testament wurde ich erwähnt. Das hat mich in meiner Scheidungszeit finanziell gerettet. Dagegen ist das Pillepalle. Die Älteren wissen, die Zahlen, die hier draufstehen, können sogar wachsen. Da können 50 Milliarden demnächst draufstehen. Du kriegst nur ein Brot dafür. Also, selbst Schüler wissen, das ist deshalb so wichtig, weil das ist Papier, das ist eine Menschheitserfindung. Und wenn wir, vielleicht kann man das demnächst mal so prophetisch sagen, wenn wir unsere Erkenntnisse nicht auf Papier sichern, dann gehen die alle verloren. Ne, Beispiel, Bauplan vom Kölner Dom, 750 Jahre alt, auf Papier, ist vollständig da, ging nichts verloren, konnte man sichern. Das Gleiche versucht man mit einer Festplatte. Vierte Hardcore-Stufe. Ich nenne das mal, hier sieht es aus, als wenn es eine einfach biologische Entwicklung wäre. Baby, Kind, Jugendlicher, Heranwachsender oder du bist erwachsen. Aber es gibt noch eine Stufe, von der ihr vielleicht wisst, dass ihr sie schon längst gebraucht habt, nämlich dass du zu einem kreativen Menschen wirst. Die Zukunft unserer Welt liegt nicht in der Erschöpfung der Ressourcen, sondern in der Zurückgewinnung des Schrotts, sodass man daraus leben kann. Raumfahrt wird sich nicht daran entscheiden, wie viel man mitnimmt, sondern wie viel man recyceln kann. Denn auf diesem Erdball hat Gott Geniales geschaffen, wo Techniker dann verzweifeln. Recyceln ist anscheinend eine Kunst im Leben, die größer ist als Verbrauchen. Hardcore-Stufe 5. Zuerst sehen Sie dann immer unser Motto vom Weihnachtsprojekt 1:0 gewonnen. Das war ja da. Aber dann drehen Sie diese Karte um und lesen das hier. Dein Leben. Was bedeutet es, wenn du erkennst, dass dein ganzes Leben dir anvertraut ist und dass das Konsequenzen hat? Das nennt die Bibel Weisheit. Dann wird der Mensch, der als Baby angefangen hat, als Jugendlicher sich entwickelt hat und Verantwortung übernommen hat, als Erwachsener sogar die großen Fragen des Lebens entschieden hat, hoffentlich richtig. Er hat dann auch mit den Misserfolgen und was weiß ich, mit dem Schrott seines Lebens gekämpft und gewonnen, zu einem Menschen, der ein Weiser geworden ist, ein weiser Mensch. Was spannend ist, ist folgende Frage. Die Entwicklung ahnen wir schon, wir sollen uns weiterentwickeln. Wir haben schon einen langen Weg hinter uns. Und ideal wäre es ja, wenn man sich sozusagen weiterentwickeln würde. Was mich jetzt begeistert ist, dass das wahrscheinlich eine sehr unregelmäßige Kurve ist. Wir fangen ja alle hier oben an, aber wo würdest du dich jetzt gerade im Augenblick einzeichnen? Also hier ist, da stirbst du, da wurdest du geboren, irgendwo bist du da jetzt auf dem Weg, ja? Aber wo bist du in der Vertiefung deiner Maßstäbe und
Und warum ist das eine ganz gefährliche Frage? Ich sage es euch. Weil Wachstumsprozesse auch in der Biologie ja nicht so wie mechanische Dinge laufen oder wie technische Dinge, einfach von hier bis da. Sondern sie werden stark beeinflusst. Nehmen wir die Situation heute. Wenn du als Baby hier zuhörst, wirst du fragen, schmeckt mir das, wenn ich da höre? Und vielleicht schmeckt dir das nicht. Und dann spuckt man das aus. Wenn du als Jugendlicher im Glauben zuhörst, du spürst ja, dass das ein bisschen schon verantwortlich ist, mit diesen Dingen umzugehen. Und die Frage ist, wie wirst du dich verhalten? Wenn du als Erwachsener zuhörst, wirst du das Prüfen mit nach Hause nehmen, um eventuell Anfragen, die du hast, das heranzutragen. Sag mal, wie reagiere ich da eigentlich? Als Kreativer kann man sogar sagen, ach, so ein Schrott, was ich dann gehört habe. Aber ich habe eine Information behalten, unter Jürgen Kroll-Witten auf YouTube kannst du das demnächst nochmal im Internet gucken. Vielleicht kann ich es ja dann gebrauchen. Deshalb nehme ich sowas hier jetzt auf immer und stelle das ins Internet. Als Weiser, und das habe ich früher nie verstanden, hörst du sehr genau zu, weil du von Gott schon längst verstanden hast, alles soll dir zum Besten dienen. Alles, sagt Paulus. Auch wenn du mal was nicht verstehst, wenn du was nicht einordnen kannst, wenn dir was nicht schmeckt. Denn irgendwann kannst du aus deinem Hinterkopf es mit nach vorne nehmen, um es zu gebrauchen. Wenn diese Frau in unserer Geschichte nur gedacht hätte, schmeckt mir Jesus, der haut mir ja nur eine rein. Der will sich ja nur um sein Volk kümmern. Ich gehöre ja nicht dazu. Dann wäre sie gegangen. Sie hat aber darauf geachtet, wo der Schlüssel ist. In diesem Gespräch ist der Schlüssel im Grunde genommen die Kommunikation, die nicht abbricht, obwohl es ihr erstmal nicht schmeckt, was er ihr sagt. Wenn zwischen Gott und Mammon Fragen gestellt werden und bearbeitet werden, geht es hier um ein hohes Gut, was dem Schöpfer viel bedeutet, nämlich um mein Kind. Und das opfere ich nicht auf dem Markt der Möglichkeiten oder sonst wo, sondern ich trage es dem Schöpfer vor und sage, auch wenn es nicht so aussieht, aber ich bin auf deiner Seite, weil ich von dir Hilfe erbete. Natürlich ist die Mutter begnadet in ihrer Voreinstellung, es ist nämlich ihr Kind, es ist kein Schrott, aber diese Krankheit ist Schrott. Die kann man nicht gebrauchen, die arbeitet gegen einen. Und sie beißt sich durch bis zu etwas ganz Weisem. Überlegt mal, Jesus sagt, man soll den Kindern das Brot nicht wegnehmen. Das ist dann eines der härtesten Argumente, dann kann man nur sagen, stimmt eigentlich, ich gehe. Nein! Die Frau ist nicht nur weise, die hat Humor und ist clever. Und das macht auch vielleicht Weisheit aus, diese Cleverness aus dem Angebotenen etwas rauszunehmen, was noch keiner gesehen hat, nämlich die Krumen, die auf dem Boden liegen und die Hunde fressen. Die Intelligenzia der damaligen Zeit hätte gesagt, ja, Jesus, das stimmt. Die hat sich niemals um die Krümel gekümmert. Und diese Frau, durch die Maßstäbe hindurchgewachsen, durch die Not und durch das Geschenk ihres Kindes in der Verantwortung, arbeitet sich durch bis auf eine Weise, wo ich sagen kann, man kann viel lernen. Ich würde euch bitten, dass ihr das prüft. Ja, könnt es ja ganz einfach behalten. Bonbon.
Fuffi. Schrott. Dein Leben. Und es gibt eine Handbewegung, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, die könnt ihr machen. Männer können das besonders gut. Bist du?